In den letzten Tagen war es ja in Norddeutschland einigermaßen sonnig, vor allen Dingen zu den Küsten hin. Gab es ja wunderbares Urlaubswetter, wenn auch nicht ganz so hohe Temperaturen. Jetzt kommt die nächste Schauerfront und dieses Mal trifft es auch den Norden. Und wir schauen auf die Großwetterlage und sehen die Front kommen. Das ist die Linie, die blaue Linie mit den Zacken, eine Kaltfront. Tief Mina bei Island gehört dazu und das Hoch Julia, naja, das ist ein bisschen schwach auf der Brust, kann sich auch nicht so richtig durchsetzen. Das sieht hier ein bisschen stabiler aus, als es in der Tat sein wird. Und hier sehen wir die Bestätigung mit den Regenwolken, die sich allmählich ausbreiten. Am längsten außen vor ist der äußerste Osten unseres Landes, da ist es am Vormittag recht schön. Von Vorpommern über Berlin, Brandenburg, Sachsen, dann weiter bis in den Osten Bayern. Im Süden hängen Schauer- und Gewitterwolken und dann kommt schon die Front rein im Nordwesten mit den ersten Schauern von Ostfriesland bis zum Niederrhein. Und am Nachmittag wird sich da nochmal richtig Energie aufbauen, quer über Deutschland, aber es sind jetzt keine Mega-Unwetter mehr zu erwarten. Trotzdem noch einige Platzregenschauer und Gewitter, die sich in diesem gesehenen orangen bis roten Streifen entwickeln werden. Und der Osten, der hat es nach wie vor fast bis zum Abend sonnig mit ein paar mehr Wolken, die sich dann ausbreiten werden. Rund um Berlin, Sachsen, dann auch im Erzgebirge recht schön und ganz zum Schluss auch Niederbayern noch relativ gut besonnt in Richtung Abend. Hier sehen wir auch die größten Sonnenscheinmengen. 7 bis 9 Stunden sind es insgesamt. Ansonsten ein bisschen weniger, aber jeder oder jede bekommt mal die Sonne im Laufe des Tages zu sehen. Zum Schluss der Blick auf die Höchsttemperaturen. Ganz angenehm, immer noch teilweise schwül, bis zu 27 Grad im Flachland, die Küsten nach wie vor kühler, 22, 23.